Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Hasetai. Es ist nun offiziell, gestern am 23.06.2022 wurde es im Royal Gazette-Blatt veröffentlicht, dass der Thailand-Pass zum 1. Juli 2022 entfallen wird. Meine Quelle ist jetzt nun für dieses Video tatnews.org. Ich trage euch jetzt kurz vor, was dort denn beschrieben steht auf Deutsch. Und zwar, dass sich die Einreisebestimmungen ab 1. Juli 2022 ändern. Wichtiger Hinweis: Wer zuvor einreisen möchte nach Thailand, benötigt weiterhin einen Thailand-Pass. Diesen unbedingt noch beantragen und erst ab 1.7.2022 ist der Thailand-Pass dann hinfällig. Die Krankenversicherung in Höhe von 10.000 US-Dollar entfällt ebenfalls. Und jetzt gibt es ein paar Überpunkte, und zwar Anforderungen vor der Einreise. Geimpfte Reisende müssen bei der Einreise nach Thailand folgende Dokumente vorweisen: einen gültigen Reisepass oder einen Grenzpass für die Einreise über Grenzkontrollstellen. Aber ich denke, für die meisten von uns wird dann der Reisepass relevant sein. Eine Bescheinigung über die Covid-19-Impfung. Also unbedingt eure Impfnachweise mitführen. Diese werden weiterhin benötigt für die Einreise. Alle Personen ab 18 Jahren müssen mindestens 14 Tage vor der Einreise nach Thailand mit einem zugelassenen Impfstoff vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Reisende im Alter von 5 bis 17 Jahren, die ohne Begleitung nach Thailand reisen, müssen mindestens 14 Tage vor der Einreise mit mindestens einer Dosis eines zugelassenen Impfstoffs geimpft werden. Das heißt sozusagen alleinreisende Kinder, die brauchen mindestens eine Impfdosis. Personen, die in Begleitung ihrer Eltern reisen, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Also Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern nach Thailand einreisen, benötigen keinen Impfstoff, so wie bisher beim Thailand-Pass auch. Ungeimpfte bzw. nicht vollständig geimpfte Reisende müssen für die Einreise nach Thailand folgende Dokumente vorweisen: einen gültigen Reisepass oder einen Grenzpass für die Einreise über Grenzkontrollstellen, also wie gehabt. Und dann gibt es Anforderungen bei der Ankunft. Bei der Ankunft in Thailand müssen sich alle Reisenden einer Einreisekontrolle unterziehen, bei der auch die Körpertemperatur überprüft wird. Also das wird weiterhin durchgezogen mit dieser Körpertemperaturmessung und dem Beamten der Einwanderungsbehörde, Gesundheitskontrolle, die erforderlichen Dokumente vorlegen, um die Kontrollen durchzuführen. Dann gibt es noch den weiteren Punkt, ebenfalls nochmal der Hinweis für die nicht vollständig geimpften Personen. Die müssten innerhalb von 72 Stunden vor der Reise ein negatives Ergebnis eines RT-PCR-Tests oder eines professionellen ATK-Tests nachweisen können, somit, dass die Einreise dann gestattet wird und man sich überall ohne Quarantäne in Thailand frei bewegen kann. So, dann gibt es aber noch die Ausnahme, dass ungeimpfte bzw. nicht vollständig geimpfte Reisende, die innerhalb von 72 Stunden vor Reiseantritt kein negatives Testergebnis vorweisen können, die Anweisungen und Richtlinien der öffentlichen Gesundheitsämter befolgen müssen, beziehungsweise die Anweisungen befolgen müssen, steht es hier geschrieben, die die Beamten der Gesundheitskontrolle am Ankunftsort für angemessen halten. Also das ist jetzt hier nicht weiter beschrieben. Ich kann mir jetzt persönlich vorstellen, dass dann vielleicht nochmal ein Test durchgeführt wird oder im schlimmsten Fall dann doch eine kurze Quarantäne mit einem RT-PCR-Test. Das kommt noch auf, was die ersten Fälle zeigen werden. Und hier ist noch der Hinweis dazu geschrieben: alle anfallenden Kosten liegen in der Verantwortung der Reisenden. Also wenn jetzt ungeimpfte Personen keinen Test vorweisen könnten. Dann noch der Hinweis von der TAT: Während ihres Aufenthalts in Thailand sollten sowohl geimpfte als auch ungeimpfte bzw. nicht vollständig geimpfte Reisende die Gesundheits- und Sicherheitsstandards strikt einhalten. Reisende, bei denen Covid-ähnliche Symptome auftreten, sollten sich testen lassen. Ist der Test positiv, müssen sie sich einer angemessenen medizinischen Behandlung unterziehen. Das war es aber mit den Punkten zum Thailand-Pass, dass dieser zum 1. Juli 2022 entfällt. Und dann habe ich noch kurz zusammengefasst die zweite Veröffentlichung, die für uns und für die meisten von uns relevant sein wird, die nach Thailand reisen möchten oder in Thailand leben. Und zwar die Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen, ebenfalls wie in meinem letzten Video angedeutet, soll die Maskenpflicht fallen, und zwar schon Stand heute. Also das wurde auch ebenfalls gestern veröffentlicht im Royal Gazette Blatt. Und das fasse ich euch ebenfalls kurz zusammen. Und zwar geht es zum einen um die Zoneneinteilung, dass jetzt alle 76 Provinzen plus Bangkok nun grüne Zonen sind. Also es gibt jetzt keine
keine gelben und roten Zonen mehr und so weiter. Und Thailand hebt alle landesweiten Covid-19-Beschränkungen mit sofortiger Wirkung auf. War die Überschrift dieses Artikels ebenfalls nachzulesen bei tatnews.org. Dann jetzt zum relevanten Punkt. Das Tragen von Gesichtsmasken im Freien würde als freiwillig eingestuft, obwohl der Öffentlichkeit weiterhin empfohlen wird, an überfüllten Orten, wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten und in Konzerthallen oder für Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Problemen eine Gesichtsmaske zu tragen. Restaurants und Gaststätten dürfen unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Richtlinien zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten alkoholische Getränke an ihre Gäste ausschenken. Vergnügungsstätten wie Kneipen, Bars und Karaoke-Lounges, die vom Gesundheitsministerium mit dem thailändischen Stop Covid 2 Plus zertifiziert wurden, dürfen ebenfalls unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Richtlinien zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten betrieben werden. Also da geht es auf jeden Fall auch, wie vermutet, alles aufwärts, zurück zur Normalität. Dann noch der Hinweis, dass Gruppenversammlungen an überfüllten Plätzen erlaubt sind, aber Versammlungen mit mehr als 2000 Teilnehmern müssen dann von den Behörden vor Ort genehmigt werden. Wie gesagt, also jetzt Maskenpflicht im Freien entfällt ab heute, ist natürlich bei den Temperaturen in Thailand eine Erleichterung. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche die Fragen dann zu beantworten. Da wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten.